musta täytin. Isä poltti puisen veturin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Your Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Sonntag eine neue Folge von Your Summer Car steht an und wir schauen uns mal den Spielstand von dem lieben LS Bauer aus meiner Community an. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, Geld haben wir schon mal einen Stand von 6.463 Marker und aktuell hat er auch nur einen Job hier offen, nämlich Fischlieferung zur Oma. So. Dann anscheinend Starkrauer, Tabak liegt auch hier rum. Also die Zigaretten ist ja nicht nur Tabak. So, ansonsten hier ist wieder alles aufgeräumt. Okay, hier liegt diesmal nur die Diskette. Kamera. In der Judy Fisch Schnaps. Ei, alles in Griffnähe. So, elterliches Schlafzimmer. Kontrollcheck natürlich vom Gewicht her. 80 Kilo, okay. Perfecto mundo. Der Raum, doch wird ein bisschen genutzt. Zwei leere Bierkästen sind hier. Immerhin. Ein voller Bierkasten ist hier. Es heißt ja immer, ich bin ja hier so der trockenste Biertrinker in meinem Sommerkamp. Mittlerweile weiß ich, dass ich bin nicht der Einzige. Das möchte ich bloß mal an dieser Stelle festhalten. So. Zack, aufgeräumt ist auch. So. Toilette ist soweit, soweit man sagen kann, auch sauber. So, dann gucken wir mal in unser Zimmer rein. Da gibt es auch keine Veränderung. Hier haben wir den Helm unlackiert. Kein Basketball gespielt. Alles klärchen, Papierchen. So. Dann machen wir auch hier mal die Türe zu. Und es scheppert wieder. So, drei Packungen Kaffee. Oh, das ist ja, das ist aber vorhin. Ich glaube, das ist mit Absicht gemacht. Den gönnen wir uns natürlich. Schönen Kaffee zu Beginn der neuen Your Summer Car Folge. Da freue ich mich natürlich drüber. Auch wenn gerade die Urinanzeige steigt. Vielen Dank, sehr nett von dir. Hier haben wir den Kilium stehen. Machen wir natürlich einen kleinen Check. Okay. Also Kilium ist fast leer. Dann gucken wir mal. Gibt auch was zu essen? Haben wir Hunger? Ein bisschen Hunger haben wir. Erstmal mal eine Pizza. Wieso geht der Hunger nicht runter? Okay, das macht mir Angst. Die Urinanzeige ist gestiegen, ne? Oh, hier gibt es Chips. Jetzt haben wir Hunger bewältigt, aber jetzt haben wir wieder Durst. Oh Mann. Leute. Ja. Können wir gleich nochmal Pipi machen gehen hier, ey. Ja gut, wir sind eh schmutzig. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Auch wenn das der Spielstand vom... Oh! Hat keiner gesehen. Gut, die sind sauber. Wir haben auch keine starke Blase mehr. Das ist alles erledigt. Sehr schön, so muss es sein. Zack. Frische Luft. Einmal lüften, bitte. So, hier ist auch nichts. Da steht der blaue Van. Lalalala. So, machen wir hier die Tür zu. Dann kann das dort besser lüften. Gut, ansonsten ist alles relativ sauber. Sehr schön, dann gehen wir mal rausgucken, würde ich sagen, oder? Wir gucken mal. Da steht der blaue Van. Aber um den geht es eigentlich gar nicht, sondern um dieses schicke Schmuckstück. Und ich sehe schon Pornoblüch. Ich muss los. Oh Mann, warum? Das macht ihr mit Absicht. Das macht ihr doch mit Absicht, oder? Auch wenn es so geht mit der Farbkombination, ne? Aber die Tiger-Porno-Blüsch. Gut, wir können auf jeden Fall festhalten, wir haben schon mal den Satsuma, der zugelassen ist. Kennzeichen hat er schon mal. Und der hat den GT-Grill eingebaut. Dann auch hier die Juni-Motorhaube. Da gucken wir gleich mal drunter. So, hinten auch die Antennen dran gemacht. Tuning-Auspuff ist auch dran. GT-Felgen mit Rallye-Bereifung. Okidoki. Ansonsten kann man reingucken. Das sieht man auch eher selten, dass man hinten auch reingucken kann. Die meisten haben das foliert, ne? So, hier unten auch noch den Schwiller reingemacht. Zack, ansonsten in matt-schwarz gehalten. Wie gesagt, passt auch mit der Innenausstattung. Möchte ich noch nicht mal bestreiten, aber ich stehe einfach...
Starkraucher, ich sag's euch. So, ansonsten haben wir GT-Lenkrad, GT-Schaltknauf, die drei Anzeigen. Der Wadabasser 3000 ist verbaut und die Gemischanzeige ist auch schon verbaut. Ansonsten kein Überrollkäfig. Wir haben auch nicht mal Subwoofer in die Boxen eingebaut. Wir haben die Rücksitze drin. Haben wir denn überhaupt hier hinten was drin? Turboschild ist auch drin. Das Geschenk vom Entwickler. So. Noch gar nicht. Kein NOS. Gar nichts verbaut. Einfach nur verkabelt. Okay. Also eher schlicht gehalten. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Gut, dann gucken wir mal. Werden natürlich, wenn es möglich ist. Sieht so putzig aus. Oh Mann, Mama. Oh Gott, oh Gott. Was ist das? Eieiei. Oben ist ja okay, aber innen und der Lüftungsschlitz. Ebenso. Auch wenn man genauer hinguckt, nicht nur die Lüftungsschlitze, die in Pornobüch gehalten sind, auch innen drinne, das Innenleben vom Lüfter. Es ist ein Wunder, dass das Handschuhfach nicht in Pornoblüsch gehalten ist. So, ich würde sagen, Hupe geht. Tür wollte ich eigentlich jetzt nicht zumachen. Ich wollte eigentlich nur huben. So. Lass mal das gute Stück an. Sehr schön. Springt auch an. So. Choke rausziehen. Lassen ihn mal warm laufen. So, dann gucken wir schon mal vorne rein. Wie bei allen. Was hier noch so unter der Haube verbaut worden ist. Aber ich nehme an, Vierfachvergaser, Rennlüfter, neuer Ölfilter und das Öl wird bis fast maximal sein. Genau, Vierfachvergaser, falsche Taste, Entschuldigung. Neuer Ölfilter, Rennlüfter, alles verbaut, perfekt, wo ist, ich suche jedes Mal das, da, zeig mir hier. Entweder ist das Standard oder fast bei jedem sieht das so aus, ne? Neue Batterie ist mit drin. Das sieht schon mal gut aus. So, dann machen wir natürlich hier die Fiberglas Motorhaube da drauf. Diesmal klappt es ohne Probleme. Ich glaube, bei war das bei Blaulichtreport seinem Spielstand, wo die Motorhaube absolut einmal wollte, das ging irgendwie schief und dann wollte sie nicht mehr drauf. So, das haben wir jetzt aber wenigstens drauf. Sehr schön. Gut, wir haben den Van und da der LKW, der Gülle-LKW da hinten steht, gehe ich davon aus, okay, hier ist die Kerze von der Insel, also da war er auch schon mal, gehe ich natürlich davon aus, dass beide den Schlüssel haben, alles klar. Schlüssel ist vorhanden. Da hat der Onkel bestimmt schon seinen Schlüssel verloren. So. Wir gucken gleich noch, was liegt hier denn rum. Sprühdosen. Das ist aber allerdings Umweltverschmutzung, ne? Das kann ich nicht gutheißen. Nimm mal. Von, die gehen ja noch. Die gehen doch noch. Die sind noch nicht mal leer. So. Vor allem, was für eine Farbkonstellation, ja? Ist. Ach, wir haben die eingepackt, das Essen. Wir haben es gar nicht gegessen. Deswegen ist der Hunger auch nicht runtergegangen. Typische Hand an die Stirn-Meme. Dankeschön. Oh mein Gott. Was wollte ich genau hier? Sprühdosen. Schwarz und Rot. Von wem das wohl die Lieblingskombination ist? Ich weiß es nicht. So. Wir gucken natürlich auch hier kurz nach. So. Dann einmal hier der Check dazu. Wir wollen natürlich nicht fahren. Jawohl. Schlüssel ist vorhanden. Sehr schön. Haben wir hier irgendwas drin? Vollgeladen. Vollgeladen. Eieieiei. Gut, dann, warte, wir räumen noch ganz kurz auf. Hab ich jetzt natürlich das Essen eingepackt, was ich nicht wollte, ne? Falsche Tastenkombination. So, und so. Wir räumen es auf. In der Gegend wollen wir es natürlich nicht rumliegen lassen, ne? So. Zack. Und zack. Ja. So. Und so. Also ist okay. Dann haben wir das aufgeräumt. Sehr schön. Dann gucken wir ganz kurz hier in die Garage. Also diesen unteren Gang hier als halbe Müllhalde benutzt. Für die alten Teile. Braucht man bloß noch den Grubendeckel. Kann man zumachen, sieht man es nicht mehr. Ne?
Okay, hier sind noch ein paar kleine. Ach, ich habe schon nicht geguckt, aber das ist das alte Radio, wenn wir das neue auch verbaut haben. Ganz andere alte Teile noch. Lüfter, alter Grill, alter Ersatzrad. Flüssigkeit, da oben ist das Warndreieck. Wenn ein Unfall passiert, hat das eigentlich was im Satsuma zu suchen? Das ist zur Absicherung. Nee, Leute. Muss man euch das denn alles sagen? So, rinn damit. Ob jetzt nur vorne oder im Kofferraum, Hauptsache es ist an Bord. So, die Originalbereifung ist auch noch hier. Ansonsten, ja, sieht das alles super aus. Was hat er denn so alles bestellt? Entweder kommt's noch. Oh, selbst die Federung ist noch gar nicht drin. Alles klärchen. Wir fahren also quasi auf Originalbefederung. Sehr gut. Gut zu wissen. Und Batterie wird hier geladen, die alte. Ich weiß gar nicht, bringt das überhaupt irgendwas, dieses Laden? Ich glaube nicht, ne? Tatsächlich. Gut, wir machen einen kurzen Rundumflug, bevor wir auf die Probefahrt gehen. So. Hier gibt's nichts Neues. So. Hier steht der Traktor, da steht auch nichts Besonderes. Machen wir mal kurz den Kastencheck. Gustav. Da haben wir nur den Flyer. So. Wir haben es schon gesehen, ne? Aber wir gucken trotzdem mal ganz kurz rüber. Man weiß ja nie, ne? Gab es schon zur Begrüßung einen Kaffee? Die Lieblingsfarbkombination ist zu finden unterwegs? Wer weiß, wer weiß. Zack. So, danach, der bringt da auch nichts mehr, du. Okay, die Sauna ist unberührt. Zack. So. Dann zack. Hier hat er alles mitgeholt. Perfekto Mundo. Ansonsten, hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Dann machen wir das so. So, einmal. Als wäre nie was gewesen. Einmal hier zurück. Mal Licht aus, Strom sparen. So. Telefon. Oh, hier ist das Feuerwerk. Möller Schmidt, beides Bauer. Ach, beim Holzgrund, ja. Ist. Wow. Nicht so unhöflich. Tschüss. Ich sag's alles Bauer Bescheid, ne? Alles klar. Tschüss. Da. Wir wollen hier nicht unhöflich sein. Nicht, dass der Junge der Beschwerde ankommt. So. Also, demnächst kommen die nächsten Gülle-Jobs, ne? So. Einmal hier rein. Ja, dann gucken wir mal das Gemisch an. Nein, gucken. Könnte sich jetzt noch beim Fahren ändern. Ansonsten scheint es noch nicht richtig eingestellt zu sein. Aber wir werden es rauskriegen, wenn wir fahren. So. Düsen nämlich jetzt einmal in die City zurück. Vorher fahren wir an. Wow. Und let's go. Der hat auch eine Schwumms in der Haube. So, los geht's. Gleich sind wir auf der Hauptstraße. Sehr schön. Nichts ist passiert. Ich bin sowas von begeistert. So soll es sein. Der fährt sich bis jetzt richtig gut. Ich werde es gleich mitkriegen. Also er lässt sich gut handeln. Dann bin ich die ganze Zeit maximal im dritten Gang drauf fahren, ne? So, müssen wir mal aufpassen. Es gab jetzt irgendwie vor kurzem ein Update und das soll der Satsuma sich auch relativ schnell aufheizen. Und wollen wir jetzt hier nichts kaputt machen, ne? Ja. Hier der Gang. Ui, wieder nicht aufgepasst. Jetzt ja nicht bremsen, das ist so da ein bisschen nach links. Dankeschön. Siehst du, Profi. Nach rechts. Sehr schön. Abgefangen. Kein Gegenverkehr. Läuft. So muss das sein. Einmal mit Profi gearbeitet. Der zieht auch ordentlich, der sieht so mal. Aber das Gemisch, muss man sagen, ist leider nicht richtig eingestellt. Wir bewegen uns im 12er Bereich. Und damit noch im gelben Bereich. Wir müssen aber im grünen, ne? Zwischen 14 und 16 muss das sein. Daher
Ich muss leider sagen, das Gemisch ist nicht noch, beziehungsweise noch nicht richtig eingestellt. Gut, das ist ein LKW, da ist ein LKW. Mit Gefühl rüber. Mal aufpassen, es kommt diese hässliche Kurve, ne? Abbremsen, ein bisschen abbremsen. Auf 100 runter, bitte. Ja, so sind wir. 100, 110. Macht der hinter uns. Macht der hinter uns. Läuft bei dir, du bist überholt. Vergiss es. Schaffen es dazu mal unterm Arsch. Wieso ist der schneller als wir? Muss mich verarschen. Ja, jetzt kann ich die dritte Rolle verlieren. Nicht mit uns, vergiss es, du kommst nicht rüber, du hast verloren. Nein, 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 nein. Sehr schön. Schön, man rennt hier gefahren, oh mein Gott. Der geht gar nicht mehr. Jetzt hat er sich wieder in uns eingereiht. Den haben wir abgezogen. Oh, oh, der Holländer. Doch, kommt der. Hoi, das war knapp. Das war ja ein halbes illegales Rennen, ne? Aber wir haben es gewonnen, das ist die Hauptsache. Sehr schön. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht so, ne? Wir hatten es nur mit diesem Spasti-Typen dann drin gehabt. Ich bin gerade fragen, wo ist das Motorgeräusch hin? Hey, jetzt habe ich auch mal kurz einen Schreck gekriegt, du. Hey. Sehr schön. Auch noch ein kleines Rennen gefahren. Warum nicht? So. Keine Spastis zu sehen, keine Suski zu sehen. Ja. Parken wir mal den guten Satsuma hier. So. Heute aus. Also festzuhalten, auf jeden Fall. Das Gemisch muss eingestellt werden. Ansonsten muss ich sagen, fährt sich richtig super, richtig top. Mattschwarz ist auch eine Popfarbe. Fällt mir richtig gut. Und wie gesagt, die Kombination auch mit dem Pornoplüsch, das passt auch. Auch wenn mir Pornoplüsch nicht gefällt, ist auch meine Meinung. Und daher kann jeder das natürlich so gestalten, wie er es auch selber möchte. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, dieser Satsuma ist auch einer der Top-Satsumas, die ich bis jetzt hiermit auch gefahren habe und die ich auch bis jetzt gesehen habe. Ich würde hinten noch die Scheiben tönen, vielleicht Überrollkäfig reinbauen und ansonsten ist hier nicht wirklich viel mehr zu machen. Wenn man eine Mod benutzt, also ich glaube Alice Bauer benutzt auch Mods, dann gibt es diese Digitalbar, keine Ahnung wie die jetzt genau heißt, da sieht man wie schnell man genau fährt, weil wir waren jetzt hier schon vor der KMH mit der Nadel bei der roten Ölanzeige. Mit der Geschwindigkeit. Nicht mehr lesbar, wie schnell wir waren. Aber ansonsten, wie gesagt, Tops dazu mal. Kann man nicht anders sagen. So. Timo, mein Freund. Grüß dich. Ich bin's. Grüß dich. Hier. Wir haben ein bisschen Geld. Dann kaufen wir nochmal hier. Komm. Kaufen wir glatt mal einen 111. Da ziehst du wieder die Leute ab? Keine, das finde ich nicht gut. Es ist mir egal, ob deine Waschmaschine kaputt ist oder nicht. Hat der leer gemacht? Entweder hat er die beschissen oder. Ey, kannst du den Leuten hier alles abziehen, ey, und das dann selber für deine Lackierarbeiten benutzen? So. Gut. Dieser Kauf ist natürlich symbolisch zu sehen, beziehungsweise zu verstehen. Wenn wir im Fußraum und im Gang beim Telefon Zigarettenschachteln finden, sind wir mal so frei. Bitteschön. Zack, eine ganze Tüte. Auf meinen Nacken. Gut, ansonsten, hier gibt es jetzt erstmal nichts weiter zu entdecken. Wir gucken mal ganz kurz noch um die Ecke wegen Suske eventuell. Ich weiß es nicht, wie weit er da schon ist. Ist immer schwer zu erkennen, wenn die Spastis nicht da sind. Wenn Suski nirgendwo draußen steht, ist er vermutlich, ich denke mal, noch nicht so weit. Ich denke mal, Suski wird noch ihren Macker haben. Gut, dann machen wir einmal die Türe zu, nicht dass Timo krank wird. Dann werden wir noch zu Fletari düsen. So. Mensch, du, der ist mal da. Ich war bekloppt. Ich glaube, das ist aber selten, dass du mal da bist. Terve, terve. Grüß dich. Ja, du musst immer meckern, ne? Wenn du nicht meckern kannst, dann ist. Oh, Spenge. Dann ist keiner glücklich. So! Fletarien in seine Werkstatt. Die ist aber klinisch sauber. Da ist nichts vorzufinden. Okidoki.
Gut, dann haben wir hier 1, 2 Schrottautos. 3 Schrottautos hat er schon mal gebracht. Insgesamt gibt es ja 4 Schrottautos. Oder ist das auch schon das vierte hier? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das könnte auch schon das vierte sein. 3 auf jeden Fall. Wenn nicht sogar schon 4. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Ich glaube, so ein rotes war auch ein Schrottauto. Aber wie gesagt, ich möchte da auch jetzt nichts Falsches behaupten. Deswegen sage ich auf jeden Fall 3 auf jeden Fall. Wenn nicht sogar schon das vierte. Gut, und dann machen wir noch einen vorletzten Stopp. Wir fliegen ganz kurz rüber zu Jocke und seiner Frau. Mal gucken, ob die noch zusammen sind oder ob die sich schon getrennt haben. Nein, Jocke ist... Oh, das war zu schnell. So. Jocke lebt noch bei seiner Frau. Den sagen wir ganz kurz Hallo. Ne, halt, ich muss es so machen. Dann so. Ich würde mal ganz kurz was trinken, ne? Das ist hier ganz wichtig. Ich verdurste, es ist ja fast wie in der Sahara hier. Hast du noch ein bisschen Wasser für mich? Ne, los. Los. Jetzt. Sehr schön. Super. Dann ein letzter Stopp. Bei der Müllhalde. So. Eieieiei. Aber ordentlich gesoffen, der Jocke. Alles leere Kirchflaschen? Satana. Empty. Also Plastikflaschen sind es ja. Aber da wird ja der Kill-Ju abgefüllt. Alles leer. Also der einzigste Müll, der hier ist, ist auf jeden Fall der vom Jocke. Der hat den ganzen Kill-Ju ausgesoffen. Und selbst die Couch ist hier weg. Also Alice Bauer hat auf jeden Fall auch die Couch zu sich geholt. Und damit sind wir durch mit dem Speicherstand, mit dem Safe-Game von Alice Bauer von My Sommercar. Damit sind wir am Ende mit der neuen Folge von Your Sommercar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wenn ihr auch einmal mit dabei sein wollt in einer Your Sommercar Folge, dann folgt mir einfach auf meinem Discord. Dort könnt ihr mir eine PN schreiben und mir Bescheid geben, dass ihr auch gerne mal bei einer Your Sommercar Folge mit dabei sein wollt. Dann schreiben wir und dann klären wir alles ab. Und dann seid ihr demnächst auch in einer Your Sommercar Folge mit dabei. Meinen Discord sowie alle anderen Social Media Seiten findet ihr natürlich unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich bin an dieser Stelle raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.